Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Irgendwo dahin, wie immer. Weil sehen wir von hier aus sowieso nicht. Alter, ist das ein Geknubbel da. Leck mir eine Tasche. Kommt mal hier rüber, da ist viel mehr Platz. Mein Gott. So, ich wollte hier was gucken. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Markus hat, wie wir das hier gebaut haben, unter der Folge geschrieben, du hast die Mittelstrebe nicht so wie bei dem anderen. Ich weiß das, ich hatte das gesehen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich es nochmal verbessert habe. Da war es, genau. Ich habe es nicht verbessert. Okay. Ich hatte das gesehen. Ich habe sogar... Der Block war ursprünglich, zumindest auf einer Seite, war er mal da und ich habe ihn dann weggekloppt. Und im selben Moment habe ich gedacht, warum hast du den weggekloppt? Ja, so wie es aussieht, hatte ich ihn dann nicht wieder dran gesetzt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Okay, sehr gut aufgepasst, muss ich doch mal wieder sagen. So, jetzt besorgen wir uns aber erstmal was zu futtern, bevor wir hier weitermachen. Ich meine, wir hätten noch Holz und so, aber es wird essenstechnisch was knapp. Aber das ist ja auch nicht das Problem, weil wir haben ja hier, ne, so, so, da so. Wo ist es denn? Bin ich blind? Da! Alter, Finne. Kohle habe ich keine in der Tasche. Nö, dann nehme ich die mit. Gut. Gehen wir noch mal kurz ins Dorf, mal schnell ein bisschen was braten. Weil, ne, weil, da drei Äpfel und ein, naja, Fleisch ist wohl nicht so das Wahre. Muss nicht sein. Hallo Lampen, ihr könnt ausgehen. Loppa. Haben wir hier eigentlich auch noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Nicht so wirklich. Auch noch Erde. Ja, es ist, ja. Also Erdemangel haben wir auf gar keinen Fall. Das steht fest. Oh, da ist noch Stein. Oh. Das ist allerdings nicht uninteressant. So. Komm, mach mal halbe halbe. Da ist sogar noch Kohle drin. Schön. Na, Schweinchen? Wir könnten auch hier, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal hier so diesen, zack. Braten wir gleich noch ein paar Kartoffeln. Und dann sind wir wieder gewappnet. Obwohl ich jetzt gerade im Moment auch schon dachte, vielleicht noch mal zu den Kühen gehen. Genau, könnten wir auch noch. Oh, jetzt habe ich hier Kartoffel gesetzt, ich Idiot. So. Zack. Gib mal... Na. Ich wollte gerade sagen, gib mal zwei Samen. Nö, gibt immer nur einen. Gibt keinen. Gibt einen. Gibt einen. Hallo, was ist da los? Ja, super. Ich habe jetzt... Ich wollte hier den Rest setzen. Mensch. Dann nicht. Gefällt mir aber nicht, wenn ich hier jetzt... Na komm. Tu mal weg. Hoffentlich denke ich dran. Oder haben wir es vielleicht in einer anderen Leiste sogar? Nö. Hoffentlich denke ich dran, wenn wir wieder hier hinkommen. Wir haben ja da hinten noch Samen liegen. So ist das ja nicht. So, wie sieht's aus? 8. Nicht so, ne, nicht so ganz toll. Okay, Bäumchen. 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 Irgendwo. Brauchbarer Baum. Oh, Lampe aus. Yay. Hat man hier noch was? Ja, auch jetzt nicht unbedingt für den Moment sinnvoll. Du schönes Baum, du bleibst stehen. Wäre zwar vieles Holz, aber nö. Okay, und Bäume fällen. Ist gar nicht so weit, ne? Wenn man den regulären Weg geht, ist man ja relativ lange unterwegs. Aber hier jetzt so querbeet, ist man direkt wieder da. Wow. Nicht schlecht. Verschätzt man sich auch ganz schön.
So, was ich mehr oder weniger erzählen wollte, irgendwie. Ich fand das sehr interessant. Ich habe das vorhin, ja, vor 6 Stunden oder so. Ich gehe da an der Arbeitspause, bin ich immer auf Facebook unterwegs und so und eventuell mal so ein paar Nachrichtenseiten und sowas. Und da habe ich glaube allerdings über Twitter, hatte das irgendeiner getwittert, bin ich auf einen Artikel gestoßen von N24 von einem, wie war denn die Überschrift? Wieder typisch medienmäßig die Überschrift so ein bisschen skandalös aufgebaut, so, da lest das, ne? Irgendwie 11 Monate altes Baby, ja genau, 11 Monate altes Kind, was vor 27 Jahren verschwunden ist, könnte doch noch leben. Ja, okay, ne, typisch Medien, so ein Reißertitel, ne? das war aber interessant, ich habe es dann gelesen. Wo sind denn die Kartoffeln, die wir gerade geerntet haben? Wupp, da. Ich habe es dann tatsächlich gelesen und ich fand es wirklich interessant. Da ist vor 27 Jahren, oder vor 26, vor 26 Jahren, ist in Köln eine Frau und ihr 11 Monate altes Kind verschwunden, was niemals aufgelöst werden konnte. Die Polizei hat damals vermutet, dass der Vater da irgendwie die Finger im Spiel hat und hat da keine Ahnung, ich glaube 2 Jahre lang oder sowas auch ermittelt. Hat aber die Ermittlungen dann irgendwann eingestellt, weil konnte nichts gefunden werden. Ne? Die Vermutung auf den Vater lief, weil das Pärchen halt sich kurz vorher getrennt hatte. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, das stand auch jetzt nicht in dem Artikel drin, glaube ich. Die haben jetzt wohl vor ein paar Monaten diesen Fall, der eigentlich ja schon lange ad acta gelegt wurde, wieder aufgegriffen, wo ich mich schon frage, warum wird sowas eigentlich gemacht? Nach so langer Zeit einen Fall, der okay ungelöst war, aber grundsätzlich halt zur Akte gelegt wurde, weil nicht lösbar oder so. Warum greift man den nach 26 Jahren wieder auf? Finde ich eigentlich recht interessant. Dann geht es aber noch weiter. Ne? Die haben da jetzt wohl, wie gesagt, die haben aus irgendeinem Grund wieder angefangen zu ermitteln. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie sich gedacht haben, heutige Techniken können wir mehr rauskriegen oder was. Ich habe keine Ahnung. Die haben dann wirklich einen neuen Verdachtsmoment gefunden. Steht nichts Genaueres zu drin, könnte man auch noch nichts Genaueres zu sagen, aber im Moment sucht wohl die Polizei den Vater, weil der ist jetzt wohl, wie bekannt wurde, dass die wieder ermitteln, ist der wohl untergetaucht. Oder verschwunden. Sie sagen untergetaucht, aber ist halt nicht auffindbar. Vielleicht ist er Zufall. Vielleicht ist er ja gerade in Urlaub geflogen, weiß man ja nicht. Und sind jetzt halt Fotos von ihm, von dem Vater am Veröffentlichen, weil sie den halt suchen und hoffen dabei so ein bisschen sogar das Kind zu finden. Ich weiß nicht, wie das sich genau aufbaut. Die haben aber halt die Vermutung, dass das Kind noch lebt. Sie gehen davon aus, dass die Mutter tot ist. 6, okay, und da drauf dann die Stufe. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da drauf die Stufe. Und das Kind allerdings damals bei einer anderen Familie unter einem anderen Namen untergebracht wurde, wobei höchstwahrscheinlich die jeweilige Familie gar nicht weiß, was sie da hat. Ne, dass das ein vermisstes Kind ist. Das ist so die Vermutung. Und die gehen sogar davon aus,
dass das Kind ganz normal aufgewachsen ist. Der müsste ja jetzt 27 sein. Und sogar Kontakt zu seinem Vater hat. Dass der Vater halt diese ganze Sache damals irgendwie inszeniert hat. Eventuell die Mutter getötet, keine Ahnung. Ja, das ist, wie gesagt, noch Spekulation. Aber halt, dass der Junge ganz normal nur halt unter einem anderen Namen bei einer anderen Familie aufgewachsen ist und Kontakt eventuell zu diesem Vater besteht. Und genau deswegen suchen die jetzt über die Verhandlungsfotos nach dem Vater. Ne, frei nach dem Motto, dass der Junge diese Bilder sieht und sich denkt, hallo, warum verhandeln die nach meinem Vater? Ne? Und dann vielleicht zur Polizei geht und sagt, hier, der ist gerade in Urlaub, was wollt ihr von dem oder so? Keine Ahnung. Irgend so was in der Richtung. Fand ich äußerst interessant irgendwie. Ich würde sagen, was sagt ihr denn dazu? Ich finde das wirklich sehr interessant. Vor allem wäre das auch ein ziemlicher Knaller, wenn sich das als bewahrheitet. Ja, und keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass die Mutter noch lebt, ne? Aber dass da, keine Ahnung, der Vater das wirklich irgendwie vertuscht hat damals, dass der Junge halt noch lebt und dass er Kontakt zu ihm hat und so, aus welchem Grunde auch immer. Ich hoffe dann mal, dass wenn das wirklich so ist, dass das irgendeinen legitimen Grund hat, der nicht wirklich kriminell ist. Ne? Aber man weiß es ja nicht. Ich fand das echt interessant. Ich bin mal gespannt, ob man da noch mal was drüber hört. Na gut, ich würde sagen, bis morgen.